Der NSU-Prozess wirft viele Fragen darüber auf, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz bei den zahlreichen rechtsradikalen Anschlägen jetzt gemäß seines Auftrags, also verfassungsgemäß, operiert hat oder nicht. Angestoßen durch diesen Prozess in München und natürlich durch die Enthüllungen von Edward Snowden und WikiLeaks sind alle Nachrichtendienste massiv in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das geht so weit, dass manche sogar die Notwendigkeit von Nachrichtendiensten insgesamt in Frage stellen. Dennoch gewinnt man den Eindruck, dass diese Vertrauenskrise keine Infragestellung der bestehenden Strukturen hervorruft. Im Gegenteil, bei deutschen Geheimdiensten sollen über 400 neue Stellen geschaffen werden und die Behörden halten an der Logik des Abhörens der V-Leute und der verdeckten Operationen fest. Der Name selbst sagt es, Geheimdienste operieren im Geheimen. So weit, so nachvollziehbar. Problem dabei ist nur, wer kontrolliert, ob diese Dienste sich an geltende Gesetze halten? Welche Sanktionsmöglichkeiten gäbe es überhaupt? Oder kann man bei Geheimdienstaktivitäten auch mal ein juristisches Auge zudrücken? Darüber reden wir jetzt mit Dr. Rolf Gössner. Er ist Rechtsanwalt, Publizist, parlamentarischer Berater sowie Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte und stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Gössner. Ja, guten Morgen. Sie wurden selbst 38 Jahre lang rechtswidrig vom Inlandsgeheimdienst überwacht. 2008 musste diese Dauerbeobachtung eingestellt werden. Haben Sie all die Jahre etwas geahnt? Und wie fühlt sich das an, wenn man von sowas erfährt? Naja, geahnt habe ich es natürlich. Das liegt an meinen ganzen Tätigkeiten als Publizist, als Anwalt und als parlamentarischer Berater, Menschenrechtsaktivist. All dieses bringt es möglicherweise mit sich. Das muss es nicht, aber es hat es in diesem Fall getan. Und der Vorwurf war, ich hätte Kontakte zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten Personen, die ihrerseits unter Beobachtung des Verfassungsschutzes standen. Und ich würde mit meiner Kritik an den staatlichen Sicherheitsorganen den Staat wehrlos machen wollen. Das ist natürlich alles sehr abstrus und hat mit, Kampf gegen Verfassungsfeindliches ja nur überhaupt nichts zu tun. Aber das Gericht, Sie haben es schon erwähnt, das Verwaltungsgericht in erster Instanz hat gesagt, das war alles grundrechtswidrig von Anfang an. Nun ist die Sache noch nicht zu Ende, die Bundesregierung bzw. das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Zulassung der Berufung beantragt und diese Berufung wurde jüngst erst zugelassen vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen und zwar nach 5 Jahren, das ist inzwischen fast 5 Jahre her, seit dem ersten Urteil. Das erste Verfahren hat 5 Jahre gedauert, also nach insgesamt 10 Jahren. Und glauben Sie, dass wir jetzt gerade außer unseren Hörern noch von jemand anders abgehört werden? Kann ich nicht sagen. Möglich ist alles. In diesem Bereich allemal. Ich habe es schon gesagt, Geheimdienste operieren geheim, aber sie müssen sich natürlich trotzdem an Recht und Verfassung halten. Wer kontrolliert das eigentlich? Die Geheimdienste, nehmen wir mal den Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz, werden kontrolliert, einerseits von den Gerichten. Das ist ja jetzt zum Beispiel eine Geschichte gewesen vom Verwaltungsgericht Köln. Dann werden sie überprüft bzw. kontrolliert von den parlamentarischen Kontrollgremien, die extra dafür eingerichtet sind. Und sie werden überprüft von Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Die Frage ist, funktioniert diese Kontrolle? Und ist sie gewollt? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher darum geht, gerade das Gegenteil von Kontrolle auszuüben. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ja, also gewollt ist die schon von Seiten der Kontrolleure, nur die beißen sich in aller Regel die Zähne aus. Das ist die Erfahrung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, von parlamentarischen Kontrollgremien immer wieder. Wenn Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben, dann bleiben Aufklärung und Wahrheit regelmäßig auf der Strecke. Und warum? Wegen des Geheimhaltungssystems des Verfassungsschutzes etwa, zum Schutz seiner Informanten, seiner V-Leute, seiner verdeckten Ermittler. Das nennt sich dann Quellenschutz. Und das umschlingt eben auch Justiz und Parlamente, die eben den Geheimdienst kontrollieren sollen und eben zumeist daran scheitern.
Der NSU-Prozess hat ja bisher mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz steht hier besonders im Fokus. Was für einen Einfluss hatte nach Ihrer Analyse dieses Bundesamt bei diesen Verbrechen? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, ne? Den Einfluss im Einzelnen zu benennen. Man kann es fast besser beim thüringischen Verfassungsschutz machen als beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Hier steht ja im Mittelpunkt der V-Mann Corelli, ne? Einer der bestbezahlten V-Männer des Bundesamts für Verfassungsschutz, der in der Neonazi-Szene tätig war und für den Verfassungsschutz im Bund berichtete. Der ist ja inzwischen verstorben an unerkannter Diabetes, wie es heißt. Er war eng mit Uwe Mundlos und dem NSU bekannt und in einem Zeugenschutzprogramm dann. Zum Schluss, er ist tot aufgefunden worden, wie gesagt, und sollte vom OLG München zum NSU befragt werden. Er hatte schon 2005 eine CD an das Bundesamt für Verfassungsschutz geliefert, auf der vom NSU die Rede ist, aber ohne jede Konsequenz. Das wurde offenbar nicht beachtet, sollte nicht beachtet werden, es wurde auf jeden Fall nicht beachtet. Es gab ja mittlerweile 7 Untersuchungsausschüsse zum NSU, so viele wie noch nie zuvor. Und diese gelten als schärfstes Schwert in solchen Angelegenheiten. Wenn man ihnen so zuhört, kriegt man den Eindruck, dass das offenbar nicht scharf genug ist. Ja, die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind in aller Regel relativ ergiebig. Und man erfährt doch etwas mehr als das, was man vorher wusste. Das ist schon mal wichtig. Das trifft auch beim NSA oder NSU parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu. Die Frage ist nur, wie weit geht das? Und wie wir wissen, es geht eben irgendwo, hängt die Geschichte dann. Und das hängt eben damit zusammen, dass dieses Geheimhaltungssystem auch den parlamentarischen Untersuchungsausschuss umschlingt. Da werden dann eben Akten manipuliert, Zeugen gesperrt oder nur mit beschränkter Aussagegenehmigung dürfen sie auftreten. Das alles widerspricht natürlich rechtsstaatlichen Prinzipien. Auch die Vertuschungsaktionen, Aktenschredderskandale des Verfassungsschutzes sind symptomatisch für diese systemimmanente Verdunklungsstrategie. Aber man muss eben sehen, das sind Geheimdienste. Und deswegen ist es, kann man sagen, systemrelevant, diese Verdunkelung. Das heißt, das ist schon immer passiert, nur jetzt bei diesem NSU-Prozess oder im Zusammenhang damit ist es zum ersten Mal so ein bisschen unter der Decke vorgekommen. Naja, das ist schon länger so, nur ist es nicht so publik geworden. Ne? Das ist natürlich jetzt herausragende Geschichte. Und deswegen wird uns das jetzt so richtig bewusst, was es mit Geheimdiensten auf sich hat und dass sie letzten Endes doch Fremdkörper sind in einer Demokratie. Warum? Weil sie eben weder transparent noch demokratisch kontrollierbar sind. Also sie widersprechen demokratischen Prinzipien, sollen aber die Demokratie schützen. Das ist ein Widerspruch. Und wegen dieses notorischen Demokratiedefizit muss man sich Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Sie sind ja als Geheimdienstkritiker bekannt und forderten im Spiegel sogar die sozialverträgliche Auflösung der Geheimdienste. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, zunächst müssen wir ja einfach sehen, dass es Geheimorgane sind, die zu Verselbstständigung und zu Machtmissbrauch neigen, eine lange Geschichte von Bürgerrechtsverletzungen aufzuweisen haben. Und deswegen sage nicht nur ich, sondern auch namhafte Bürgerrechtsorganisationen, dass solche freiheitsschädigenden, intransparenten, kontrollresistenten Institutionen einmal schleunigst die nachrichtendienstlichen Mittel entzogen werden sollten und damit die Lizenz zur Gesinnungskontrolle, zum Führen von V-Leuten, zum Infiltrieren. Weil gerade dieses V-Mann-Unwesen ist einer der Kernpunkte der Unkontrollierbarkeit. Ich
Also jetzt, wie gesagt, ich sage jetzt wir wegen dieser Bürgerrechtsorganisation, unter anderem die Internationale Liga für Menschenrechte, für die ich ja auch spreche. Wir halten es für durchaus überlegenswert, den Verfassungsschutz aufzulösen, zumindest als Geheimdienst, denn das widerspricht nicht dem Grundgesetz, denn keine Verfassung, kein Grundgesetz sieht vor, dass der Verfassungsschutz als Geheimdienst ausgestattet werden muss. Und wie ist das für die normalen Menschen in Anführungsstrichen? Also sehen die diese Gefahr und sehen die das Problematische daran, oder ist das eher dann mit Geheimdienst so eine James-Bond-Romantik? Naja, da ist es einiges dabei. Ne? Es wird ja immer wieder gesagt, die Geheimdienste würden uns Sicherheit bieten. Das mit diesem Sicherheitslabel jetzt gerade in Zeiten des Terrors ja wieder ganz besonders bekommen Geheimdienste Auftrieb. Und das wird dann nicht so richtig hinterfragt, ob das wirklich in einem vernünftigen Verhältnis dazu steht, was Geheimdienste dann auf der anderen Seite mit ihren geheimen Mitteln und Methoden anstellen. Das ist ja die große Gefahr. Wir gehen davon aus, dass gut ausgestattete, öffentlich kontrollierbare Dokumentations- und Forschungszentren etwa die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft oder andere Bedrohungen für Gesellschaft und Verfassung ohne gefährliche Methoden, ohne ideologische Scheuklappen erforschen und erklären könnten, aber dafür doch mit weit besseren diagnostisch-analytischen Fähigkeiten. Und alles andere ist Sache von Politik und Zivilgesellschaft. Und im Fall von konkreten Gefahren oder Gewaltorientierung, strafbaren Handlungen, ist das Sache von Polizei und Justiz. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Ich danke Ihnen, dass Sie mit uns geredet haben. Ich sprach mit Dr. Rolf Gössner. Er ist Rechtsanwalt, Publizist, parlamentarischer Berater und Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte und stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Und danke für das Gespräch. Bitte sehr. Bis zum nächsten Mal. Ja, wiederhören.